1948, 49 Velocette 350 KTT DOHC. Mit dieser Originalrennmaschine wurde Freddy Frith Weltmeister 1949 in der 350 Kubikklasse. In diesem Jahr, 1949, wurde diese Klasse überhaupt zum ersten Mal ausgerufen. Ja, er war somit der erste Weltmeister überhaupt in dieser Klasse. Die Velocette 350 KTT mit DOHC-Steuerung, wie man hier sehr schön sehen, ja, mit Königswellensteuerung, war in diesem Jahr führend im Rennsportbereich. Ja. Er gewann damit die ersten 5 Rennen hintereinander, unter anderem Isle of Man und den Ulster Grand Prix. Also die Velocette war in diesem Jahr nahezu unschlagbar.